Hello everybody. Habt ihr das auch schon mal bei Auseinandersetzungen, wenn dann irgendwann nichts mehr an Argumenten greift, dass dann einer von beiden sagt, mach doch, was du willst. Die Frage ist aber, wenn der andere dann wirklich macht, was er will, dann macht er ja eigentlich das, was der andere gesagt hat. Hauptmann! Vielleicht gab es etwas, das jeder dem anderen verbergen wollte. Es hatte zum Beispiel keiner von uns dem anderen gefragt, ob er in der bewussten Nacht den Sirenengesang gehört habe. Vom ersten Augenblick an behauptete sich immerwährend das Hindernis. Früher machten wir gemeinsame Ausflüge. Nun blieb Sarrazin Stunden, halbe und ganze Tage weg. Heimlich verfolgte ich den Koch. Was hatte ich eigentlich für ein Misstrauen? Ich weiß keine Antwort, ich wusste es nicht. Furcht konnte eine der Ursachen sein. In seinem dumpfen und möglicherweise kranken Hirn konnte die Absicht entstehen, mich aus dem Wege zu schaffen. Ein solcher Gedanke war Widersinn und mochte für Sarrazin Selbstmord bedeuten. Indes, man weiß, dass ein Geisteskranker auf die Stimme der Vernunft keine Rücksicht nimmt. Hier wollte ich möglicherweise vorbeugen. Nein, der stärkste Beweggrund meiner immer leidenschaftlicher durchgeführten Spionage schien Eifersucht. Mir war, als wollte er mir irgendwie und bei irgendwem den Rang ablaufen. Kein Wunder, wenn Sarrazin mit meinem Zeissglas die Kimme der See immer wieder absuchte. Wir erwarteten beide das Rettungsschiff. In menschenferner Einöde ausgesetzt pflegten wir dieses Durchforschen der Weisheiten als unsere liebste Beschäftigung. Konnte doch jede, die nächste, die übernächste Sekunde die Wendung bringen. Er fiel schon ein wenig auf, wenn er seine Beobachtungen nicht von der Plattform unserer Bark oder höher oben anstellte, sondern unten am Strand. Ja, wohl gar an der Seehundsbucht, wo überragende Klippen die Aussicht raubten. Hier bevorzugte er, wie ich feststellte, eine Nische im Fels, von der er mitunter stundenlang auf ein und denselben Punkt starrte. Ich wollte dahinter kommen, was er dort sah, und es gelang mir eines Tages unbemerkt, seinen Platz einzunehmen, als er zu Hause betrunken im Schlafe lag. Es war nicht schwer, in der Blickrichtung, die er bevorzugte, den Eingang in eine Höhle festzustellen, deren Wölbung dicht über dem Wasserspiegel einem kleinen Boote die Einfahrt ermöglichte. Freilich nur bei ruhiger See. Stärkerer Seegang schloss nach gleichmäßigen Intervallen das Tor und zwar nicht selten mit einer gewaltigen schussartigen Detonation. Es kam eine Nacht, in der ich Sarrazin mit hohem Fieber daheim wusste. Wir hatten Vollmond, die Nacht war aufregend, die Seehunde tobten in der Bucht und um den Eingang der Höhle herum. Ich konnte von meinem Beobachtungsplatz auch die Bark sehen und mit einer beinahe unverständlichen Deutlichkeit meine Galionsfigur. Wer war sie nun eigentlich, diese Chimera, diese Seekatze und die, nach der sie gebildet war? Wer ist jene Kapitänsfrau gewesen, die ihr erster Besitzer in einer Hafenspelunke aufgelesen hatte? Lag ihr Übergang zu mir im Plane der Vorsehung oder habe ich etwas an mir gehabt, was schon das Meerweib lüstern gemacht hatte? Sie hatte ihre dämonische Seele in Holz gebannt, sie hatte uns mancherlei Zeichen gegeben. Mein Schiff war dahin, wir hatten sie an die Hütte gehängt. Stillstand schien es, kannte sie nicht. Immer war sie in mystischer Fahrt sozusagen. Was hier Leben, was war Tod? Sie war eine Tote und trotzdem lebendig. Dort hing sie noch immer und wie gesagt, trotz der Entfernung unheimlich nah. Ich sah, wie Eulen im Mondschein ab und zu flogen und siehe, das fahle Haupt, die funkelnden Augen, der weiße Leib belebten sich. Sarrazin hatte es mir geschworen, dass gewisse große Seevögel nachts ihre Fische zutrügen, eine Behauptung, die gespielter oder verwirklichter Wahnwitz war. Ist sie ein Vampir? Dachte ich und erinnerte mich an die Gepflogenheiten des Aberglaubens, wo man Gräber öffnet und Leichen pfählt, wenn man annimmt, dass sie in Nächten aufstünden und schlafender Menschen Blut tränken.
Hing sie vielleicht dort oben am Kreuz, um etwa im nächsten Augenblick sich spottend der Kreuzigung mit einem Brunstschrei auszulösen? Dem Felsen entströmte zitternde Glut. Das Meerwasser war ein heißes Bad. Wenn ein Mensch in der Lage, wie ich, Fantasien und Wirklichkeiten vermischte, so lässt sich das wahrlich leicht erklären. Ich fürchtete jeden Augenblick, meine vampirische Seekatze werde sich loslösen und auf Fledermausflügeln gierig nach meinem Blute herabschweben. Es konnte also auch eine durch meinen erregten Zustand bedingte Täuschung sein, wenn ich plötzlich wiederum den Gesang zu vernehmen glaubte, der mich und den Koch so verändert hatte. Freilich, was man gemeinhin Täuschung nennt, war die Erscheinung nicht. Was ja an Täuschung war, hatte eine Verbindung mit einer realen Macht entschlossen, die mich höchst unsanft anpackte. Der übermenschliche Klang und Gesang, den ich nun wiederum vernahm, schien mir mit meinem fast mechanisch spürbaren Schallwellen aller Schwere zu entkleiden und machte mich widerstandslos bis zur Hilflosigkeit. Die magische Macht dieser unsichtbaren Sängerin wuchs und wuchs in wenigen Minuten so unwiderstehlich an, dass ich für die Aufnahmefähigkeit nicht nur meines Gehörs, sondern auch meiner Seelenkräfte bangte. Und wenn es Worten niemals gelungen ist, die flüchtigen Tiefen und noch so kurzen Tonrätsel irdischer Meister wiederzugeben, wie sollte es mir gelingen, an diesem mich völlig übermannenden Phänomen, dieser Gesang kam aus einer Welt, der meine schwache Natur nicht gewachsen war, deren Erbärmlichkeit aber nahm beschämende Formen an, als ich mich, ähnlich als stünde ich mitten in einem Wirbelsturm, an Gesträuchen und Felsen angstvoll festklammerte, bis ich, wie ein dürres Blatt, widerstandslos landeinwärts getrieben wurde. Ich war über und über mit kaltem Schweiß bedeckt, als ich in unserer Hütte landete. Sarrazin lag in der Koje und röchelte. Mein Eintritt belebte nur seine Träume, er weckte ihn nicht. Da lag dieser einst gesunde, so heitere Mensch und war einer Krankheit anheimgefallen, die ihn von innen her schon fast zerstört hatte. Ich aber hatte mir zu gestehen, dass ich nicht frei von der gleichen Krankheit war und von dem gleichen Dämon besessen, wenn ich ihm auch vielleicht noch erst in einem geringeren Grade als der Koch verfallen war. Da schwur ich mir, den verborgenen Dämonen mit höchster Entschlossenheit niederzukämpfen, mit der Wurzel auszurotten und auch jenen Geist des Fürwitzes und der Lüsternheit, der gefährlich verlockend eine Art Neugier ist, ein Versprechen, dass selbst die Krankheit etwas Wunderbares enthüllen werde. Die sicherste Rettung, auch vor diesem beinahe unabwendbaren Übel, war natürlich ein Schiff. Und mit der plötzlichen Hoffnung, ein Segel oder ein Rauch eines Dampfschiffes zu entdecken, trat ich wieder ins Freie hinaus. Eine körperliche Spannung dehnte, sodass mich die Rippen schmerzten, meine Brust wie gegen Fesseln, die sie zusammenschnürten. Ich wollte sie sprengen, wollte wieder frei, vernünftig und nüchtern sein. Leider unterstützte, was ich sah, nur sehr schwach meine Anstrengung. Das Wunder, das mich süß und vielleicht tödlich belastete, erlosch wie die Kerze im Taglicht. Denn nun war das Wunder lückenlos überall ausgebreitet. Oben die Milchstraße, das Sternbild des Schiffes und das südliche Kreuz. Das wirkte auf mich ein, als ob ich in einer Moschee wäre und die Sterne wie Lampen an unsichtbaren Schnüren aus der blauschwarzen Kuppel herunterhingen. Unten das unendlich gebreitete Meer, jener große stille Ozean, der die südliche Hälfte der Erde beinahe überdeckt. Fast ertrage ich die bloße Erinnerung an die Schönheit des Meeres, an die Tiefe des Meeres nicht und an seine Fruchtbarkeit. Und ebenso wohl könnte ich sagen, ich verschmachte ohne die Größe des Meeres. Ich verschmachte ohne die Weite des Meeres und nach den furchtbaren Rätseln des Meeres. Es ist nicht anders, so wahr mir Gott helfe. Was liegt noch alles in ihm verborgen, in dieser Mutterlauge aller und jeder Kreatur, in der sich immer noch bewegt und ausgetragen wird, was kein noch so wilder Phantast zu erdichten verstünde? Nun, mit dem trotz allem festgehaltenen Gedanken, mich zu ernüchtern und ein Schiff zu sehen, legte ich meine Augen an die Okulare des Zeissglases. Ich richtete eine Zeit lang nach Süden, Osten, Westen hin, bis mich von der glänzenden Straße, welche der Vollmond aufs Wasser warf, eine gewaltige Blendung traf. Und dort sah ich etwas,
ihr lieben Lichtstümpfe, was mir die Furcht vor der möglichen Umnachtung meines Geistes keineswegs von der Seele nahm, sondern sie fast durch die Gewissheit ersetzte, dass diese Umnachtung bereits vollständig war. Hier unterbrach Ottonieri den Erzähler Cardenio unter Zustimmung aller Lichtstümpfe. Auch bei uns, liebster Vereinsbruder, sagte er, nimmt diese beklemmende Spannung zu. Würdest du nicht die Güte haben, diese Spannung, diese Umstrickung unserer Brustkästen etwas aufzulockern? Du lebst ja noch, bist also aus dieser schweren Prüfung deiner Verstandes- und Nervenkräfte hervorgegangen. Sage es, wenn du weißt es ja, was mit dieser Stimme auf sich hat, was es mit dem Verhalten deines Kochs auf sich hat und was die Linsen deines Glases dir gezeigt haben.